Fan zu sein ist zurzeit eine schöne Sache. Entsprechend zahlreich sind die St. Gallen-Anhänger nach Zürich gereist. Trainer Sai Bene hat die Mannschaft im Vergleich zum eBay-Spiel gleich auf 3 Positionen umgestellt. Im Fokus steht auch wieder Natter, der von einer Verletzungspause zurückkommt. Lediglich einmal rotiert ein sichtlich gut gelaunter Michael Skibbe. Gaio spielt von Beginn weg. Hinein in die Partie Lieder gegen den Fünftplatzierten. Und den besseren Start erwischen die Gäste. Gefühlvoller Pass auf Mattis und Birki ist sofort gefordert. Keine 4 Minuten gespielt, ein verheißungsvoller Start. Die Partie wird mit einer gewissen Härte geführt. Montadon trifft Abrashi im Gesicht und in diesem Fall ist es besonders schmerzhaft. Denn Abrashi spielt mit einem doppelten Nasenbeinbruch. Die Maske sitzt sowieso nicht richtig, muss neu justiert werden. Und Abrashi kennt gar nichts, spielt ohne Schutz weiter. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Nun geht sie in der Vorwärtsbewegung. Hajrović schaut und sieht Ben Khalifa, aber der Pfiff ertönt sofort. Die Fahne des Assistenten ist ebenfalls oben und die Sache ist glasklar. Ben Khalifa steht deutlich im Abseits. Die Hoppers haben ein Problem. Aus dem Spiel heraus treffen sie fast nie. Vielleicht klappt es jetzt. Ben Khalifa legt geschickt zurück auf Hajrović. Nein, da gibt es weiter Steigerungspotenzial. Ben Khalifa nimmt den nächsten Anlauf. Aber bitteschön, was ist das denn für ein unmotiviertes Zuspiel? Die Gäste versuchen sofort den Fehler auszunutzen. Karanovic spurtet los gegen Lang und Salatić. Der Ball kommt zu Legnani. Tor! St. Gallen geht nach einer guten halben Stunde in Führung. Herrlich, wie Karanovic 2 Gegner auf sich zieht und dabei die Übersicht behält. Legnani, heute Torschütze, dazu ein Aufgebot für die albanische Nationalmannschaft erhalten. Er ist definitiv im Hof. Die gute Laune bei Skibbe weggeblasen, kein Wunder, denn die St. Galler führen zur Halbzeit und haben den Ball irgendwie besser im Griff. Die zweiten 45 Minuten beginnen mit einem Zweikampf, einem Pfiff und einer gelb-roten Karte. Natter wird vom Platz gestellt und dies im ersten Spiel nach seiner Verletzung. Die Zeitlupe zeigt, Natter fährt gegen Ben Khalifa den Ellbogen aus. So darf man sich als vorbelasteter Spieler in einem Zweikampf nicht verhalten. St. Gallen also fast eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger. Geze will daraus Kapital schlagen. Hajrović kriegt den Freistoß nicht und rastet völlig aus. Tätigkeit gegen Bell, da sind beim Geze-Mann alle Sicherungen durchgebrannt. Vielleicht haben ihn die Diskussionen um den Zusammenstoß mit Siebung in den letzten Tagen doch mehr belastet. Hajrović macht einen auf Sidan und schwächt damit sein Team. Auch Geze nur noch zu 10. So, es wird auch noch Fußball gespielt. Nur noch 20 Mann auf dem Feld, also mehr Platz für alle. Karanovic gegen Grichting. Und der um 8 Jahre Ältere gewinnt das Laufduell, kann Karanovic noch entscheidend stören. Ja. 79. Minute. Freistoß für den Grasshopper Club. Ungefährlich, keine Herausforderung für Lopa. Wir sehen einen nachdenklichen Michael Skibbe. Die erste Saisonniederlage droht. Keine 10 Minuten sind mehr zu spielen. Fehlpass in den Reihen der St. Galler. Der eingewechselte Anatol zieht los, könnte abspielen, bleibt aber an Bell hängen. Es werden 5 Minuten nachgespielt. Es gab ja zahlreiche Unterbrechungen. Vielleicht folgt nun ein gefährlicher Geze-Angriff. Wieder Anatol. Da kommt zu wenig Torgefahr vom Noch-Leader der Super League. Die letzte Minute der Nachspielzeit. Geze mit dem letzten Angriff. Die St. Galler wehren ab, aber nur bis zu Pavlovic und der verzieht. Das ist's gewesen.
St. Gallen und Jeff Saibene surfen weiter auf einer ultrahohen Welle. Die Emotionen gehen aber auch nach Spielschluss hoch. Verschiedene Akteure müssen zurückgehalten werden. Relaxter dürfte Natta sein. Sein Team gewinnt trotz seinem Platzverweis. Und Michael Skibbe muss die erste Saisonniederlage in der Super League verdauen, nach einem aufwühlenden Spiel im Zürcher Letzigrund.